Einer, der auch ganz gern gelobt wird und ziemlich häufig auch zu Recht, ist CR501, wie er seit gestern heißt. Also Cristiano Ronaldo hat einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. 501 Pflichtspieltore jetzt in seiner Karriere. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie sehr ist dieser Erfolg eben auch vom Kopf abhängig bei Cristiano Ronaldo, dass er so eine außergewöhnliche Karriere bisher hingelegt hat? Das ist in erster Linie fast nur vom Kopf abhängig. Denn natürlich ist der Junge talentiert. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Er ist, er ist auch außergewöhnlich talentiert. Er hat aber noch ein anderes Talent. Und das ist eine bestimmte mentale und emotionale Voraussetzung. Es gibt ganz einfach gesagt im Gehirn vier Emotionssysteme. Es gibt ein Sicherheitssystem, es gibt ein Stimulanzsystem, wo es um Neugier geht. Es gibt ein Sozialsystem, wo es um Bindung geht. Aber es gibt eben auch ein Dominanzsystem. Und das Dominanzsystem ist das System, im Gehirn, das uns antreibt, bedeutsam zu sein. Wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen Anerkennung, wir wollen uns durchsetzen, wir wollen die Größten sein, wir wollen im Spotlight stehen. Mhm. Und je nachdem nach Persönlichkeit ist dieses Dominanzsystem bei manchen Menschen stärker und bei manchen weniger stark ausgeprägt. Und bei ihm ist es offenbar sehr stark ausgeprägt und sein Talent ist, dieses emotionale Bedürfnis nach Anerkennung, das er hat, nach Status, sehr, sehr gut umzusetzen, auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes. Der kriegt mehr Anerkennung als alle anderen, auch wenn er mal schlechter spielt. Also kann man festhalten, dass er das auf jeden Fall mehr braucht und mehr forciert auch als Robert Lewandowski, das ist ganz klar. Ja. Typisch dafür dann auch solche Gesten, sein ja, einstudierter Torjubel beispielsweise oder vom Freistoß sich so aufzubauen? Absolut, klar. Er präsentiert sich als was Besonderes. Er sucht die Aufmerksamkeit, er sucht die Anerkennung, er sucht, dass die Leute über ihn sprechen und ganz egal übrigens auch wie. Das heißt, auch wenn Leute negativ gegen ihn sind, das ist auch eine Form von Aufmerksamkeit und dann kann er beweisen, dass er es eben doch kann. Das heißt, alles was, im Englischen sagt man so schön, where attention goes, energy flows. Also wo die Aufmerksamkeit hingeht, fließt auch die Energie hin. Und diese ganze Energie, diese Aufmerksamkeit, die auf ihn fließt, da hat er das Talent, diese Energie positiv zu nutzen, um in Leistung umzusetzen, um sich zu präsentieren. Liegt da auch irgendwo eine Gefahr für ihn? Ja, da liegt eine große Gefahr auch für ihn, weil man damit natürlich auch sehr, sehr schnell eben auch wieder abhängig wird und manchmal vielleicht auch falsche Entscheidungen trifft. Und wenn diese Anerkennung auf einmal nicht mehr käme, vor allem vielleicht, wenn es in der Karriere mal so ein bisschen nach unten geht oder die Karriere mal schön langsam ausläuft, wenn er so über seinem Zenit drüber ist oder die Leute schreiben oder glauben oder sprechen, dass er über seinem Zenit ist und er dieses Anerkennungsgefühl, diese Dosis, die er mal bekommen hat in seinem Leben, nicht mehr bekommt, dann wird es die Herausforderung sein, ob er das emotional verkraften wird. Vielen Dank bisher, Herr, für die spannenden Eindrücke. Wir wollen